eingeschaltet habt. Im Display sehe ich gerade so müde aus, aber irgendwie, ich konnte fast ausschlafen. Heute ist Samstag. Ja, in der Wohnung über meiner waren wieder Handwerker, deswegen bin ich früher aufgewacht, als ich wollte, aber es war noch okay. Also so müde kann ich eigentlich gar nicht sein, aber meine Augen brennen gerade wieder ein bisschen. Ich hoffe, die beruhigen sich gleich wieder. Manchmal haben die das. Ich weiß auch nicht. Heute gibt es wieder ein Monatshaul. Jetzt gerade in diesem Moment ist der 1. September. Nee, der 2. schon. Und ich dachte mir, ich drehe euch ab, was ich im August so gekauft habe. Und sag euch schon mal so meine First Impression dazu. Also meine erste Meinung, die ich mir jetzt so, wie ich die Sachen finde, ob ich die gut finde, ob ich den Kauf bereue. Fangen wir mal an mit diesen beiden Notizbüchern. Klar, dazu kann ich mir keine Meinung gebildet haben, weil es sind einfach nur Notizbücher. Aber ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich bin da so ein kleiner Junkie. Wenn ich sowas sehe, kann ich nicht dran vorbeilaufen. Ich glaube, ich hatte die auch gezeigt auf Insta-Stories. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so DIN A5 größentechnisch. Die sind auch ganz cool. Die habe ich gekauft bei Teddy und die sind liniert. Wenn die keine Linien oder Karos gehabt hätten, hätte ich die auch nicht gekauft. In dieses schreibe ich jetzt immer rein, was ich kaufe oder was ich gekauft habe, damit diese Videos auch vollständig sind. Und das hier nutze ich so ein bisschen als Tagebuch, habe ich mir überlegt. Vielleicht soll ich mal anfangen, Tagebuch zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, das ist ganz weich. Also so wie so eine Fließtapete so ein bisschen. Und ja, ich fand die ziemlich cool und deswegen, ich glaube, die haben pro Stück 2 Euro gekostet. Wie gesagt, bei Teddy. Am 4.8. waren Henrik und ich bei Marktkauf. Und da habe ich diese Foundation mitgenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die im letzten Video schon gezeigt hatte. Ich zeige die jetzt einfach ansonsten nochmal. Wenn nicht, ist ja alles gut. Das ist die Wet n Wild Photo Focus Foundation in Soft Beige. Die ist neu, die ist cruelty free und irgendjemand hatte davon geschwärmt. Deswegen habe ich sie gekauft für, die war zwischen 5 und 6 Euro. Als erstes war ich ziemlich erstaunt über diesen seltsamen Applikator. Ich finde das komisch, aber es funktioniert. Trotzdem ist es komisch. Zur Foundation selbst, ich mag sie überhaupt gar nicht. Sie macht total das Cake-Face. Ich kann sie auftragen, wie ich will. Es ist egal, ob ich einen Pinsel benutze oder einen Beauty-Blender. Ich habe es ein paar Mal probiert. Mein Gesicht sieht damit nicht schön aus. Ich mag die absolut gar nicht und ich kann die nicht empfehlen. Da gibt es Foundations, die ein wesentlich schöneres Hautbild machen, meiner Meinung nach. Bei Douglas gibt es ja seit einer Weile Tosh, die Schmuckmarke. Und da habe ich mir diese Ohrringe gekauft. Ich kann ja mal einen davon reinmachen, weil sonst sieht man gar nicht, wie die sich so machen. Also vorne hat man dann halt dieses kleine hübsche Dings und hinterm Ohr hat man dann halt diese große Kugel. Ich finde die ganz schön. Ich wollte schon länger solche haben. Ich habe die ja öfter gesehen. Aber als ich die gesehen habe, haben die mich direkt geflasht. Ich fand die so hübsch, dass ich mir die gekauft habe. Ich kann ja nochmal aus der Nähe zeigen. Die sind halt so Roségold und ja, ich finde die sehr, sehr hübsch. Gekostet haben die 9,95 € und wie gesagt, gekauft habe ich die bei Douglas. Die gibt es allerdings nicht in allen Filialen. Dann hatte ich gehofft, dass L'Oreal sie mir zuschickt, denn hin und wieder schickt die mir ja was zu. Allerdings haben die mir die Mascara nicht zugeschickt. Das ist die neue Paradise Ecstatic. In Amerika ist die herausgekommen unter dem Namen Lash Paradise und hat eine komplett andere Verpackung, die ich viel schöner finde als diese hier. Ich habe auf diversen Blogs mittlerweile gelesen, dass die wohl auch gut ankommt, aber ich finde die aus den Staaten viel, viel schöner, muss ich sagen. Der Normalpreis war, meine ich, bei 11,95 €. Allerdings gab es in der Woche, wo ich die gekauft habe, gerade 20% auf alles von L'Oreal. Und dann hatte ich noch einen von diesen 10% Coupons. Deswegen habe ich nur 9,56 € bezahlt. Dann hat mir eine ganz liebe Followerin auf Instagram geschrieben, sie hat die und die US-Variante und bei uns ist weniger Inhalt drin. Ich kann euch das dann nochmal kurz in die Ecke schreiben, weil ich das gerade nicht im Kopf habe und mein Handy liegt in der Küche, damit es mich nicht stört. Wie viel bei uns drin ist und wie viel bei denen drin ist. Danke nochmal für die Info. Ich finde das interessant. Ich denke mal auch, dass die bei denen vermutlich günstiger ist als bei uns. Ich wollte gerade sagen, ich trage die auch heute, aber ich habe natürlich jetzt für das Video extra wieder Wimpern angeklebt. Mein erster Eindruck kann ich euch ja schon mal sagen. Das Bürstchen ist mir persönlich zu groß, aber nicht unbenutzbar.
Die Büste hat diese Sanduhrform, ist in der Mitte also schmaler als oben und unten. Wie gesagt, mir ist sie aber ein Hauch zu groß. Also wenn man wirklich sehr, sehr kurze Wimpern hat, könnte man Probleme kriegen. Dann ist vorne immer dieser Blob dran und ich kann den nicht hier dran abschmieren, weil als ich versucht habe, das dann hier zu reinigen, ist mein Tuch daran kleben geblieben. Ansonsten ist auf dem Bürstchen eine gute Menge Produkt. Die Mascara ist relativ trocken. Auch da kann ich mich den anderen nur anschließen. Ich finde auch, dass sie den Schwung lange hält, meiner Wimpern. Allerdings, wenn man nicht aufpasst beim Auftragen, also man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, da hat man wirklich diese Spinnenbeine oder Fliegenbeine. Also die Wimpern werden meiner Meinung nach mit dieser Mascara nicht schön getrennt. Ich saß schon diverse Male da morgens, nachdem ich die benutzt habe und musste mit meinem kleinen Kamm da reingehen und versucht, meine Wimpern wieder zu trennen. Ich habe nicht sehr viele Wimpern. Ich habe auch hier in letzter Zeit irgendwie eine Lücke zwischen. Woher das auch immer kommen mag. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, das klebt dann zusammen und das sieht nicht schön aus. Aber ansonsten, wie gesagt, die hält den Schwung lange. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich brauche auch nur eine Schicht und dann habe ich einen schönen Effekt. Aber so 100% zufrieden bin ich jetzt nicht. Außerdem habe ich mir gekauft für meine Fingernägel das Sally Hansen Hard as Nails Zeug. Ich war ein bisschen geschockt, weil warum packen die denn so ein kleines Fläschchen in so eine riesen Verpackung? Das muss doch nicht sein. Ich benutze das jetzt als Unterlack, weil meine Nägel letzter Zeit nicht mehr ganz so... Die fangen an zu splittern. Ich lackiere ja irgendwie immer. Und mein anderes Zeug, dieses 11 auf 90 Zeug, das ist so eingedickt, dass ich das... Ach, das nervt einfach. Und jetzt habe ich mir einfach mal das mitgenommen. Das hat nur 4,95 € gekostet und dann gab es noch 10%. Also why not? Dann haben Melanie und ich einen Haufen Zeug bestellt zusammen. Also hauptsächlich zusammen, meistens zusammen. Von The Ordinary. Melanie hat mich da so ein bisschen angefixt, muss ich zugeben. Ich bin da ja auch leicht anfixbar und bin nicht so der Gesichtspflege- oder Hauptpflege-Junkie. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt, wie ich vielleicht sollte in meinem fortgeschrittenen Alter. Und ja, da hat sie mich so ein bisschen angefixt. Und wir haben ein paar Sachen bestellt. Ich zeige euch jetzt kurz, was wir bestellt haben. Also was ich bestellt habe. Wir haben in verschiedenen Shops bestellt. Hier und da. Dann gab es da was nicht. Dann habe ich nochmal bestellt, weil ich dann noch ein paar Sachen haben wollte. Habe dann was für sie mitbestellt. Also das war, ja, so ein bisschen zusammengesammelt. Und... ich habe mir auch ganz viele Notizen schon gemacht, habe mir ein paar Videos angeguckt. Also falls ihr da ein spezielles Video haben möchtet zu The Ordinary, allerdings wird das keine Review, weil ich die Sachen ja jetzt erst neu habe. Und die brauchen ungefähr 12 Wochen, habe ich mir schon aufgeschrieben in meinen Notizen, bis die Haut überhaupt eine Wirkung zeigt. Was ich mir bestellt habe, ist einmal die Caffeine Solution. Wenn ihr The Ordinary nicht kennt, die sind im Moment so gehypt. Das ist eine günstige, gute Hautpflegemarke, die neu rausgekommen ist, beziehungsweise weiß ich das nicht, ob die neu sind, aber im Moment, neuerdings spricht halt jeder drüber. Und die verzichten halt auf Schnickschnack und sind deswegen echt günstig. Die Caffeine Solution ist, wie ihr seht, in einer dunklen Flasche. Die sind dann immer mit solchen Pipetten, so ein bisschen apothekermäßig, und ist für die Augen. Hier sind 30 ml enthalten und die Flasche hat gekostet 6,79 Euro. Ich gebe mir dieses Zeug morgens und abends, ein Tropfen hier, ein Tropfen da, und verteile das vor der Augencreme. Wie gesagt, eine Review kann ich euch jetzt noch nicht geben, will ich auch nicht, weil ich die Sachen noch nicht lange genug getestet habe. Ich kann euch nur meine ersten Eindrücke sagen, beziehungsweise würde das wahrscheinlich auch dieses Video sprengen. Deswegen gibt es jetzt erstmal nur, was ich habe und was die Sachen gekostet haben. Das ist einmal hier das Buffet oder Buffet. Buffet, ich bin mir nicht sicher. Das ist mir so ein Anti-Aging-Zeug, das ist auch eins der teureren Dinge. Ich habe mir den Preis leider nicht aufgeschrieben. Das kostet aber über 10 Euro, 12, 13 Euro meine ich. Und das benutze ich morgens und abends. Da sind auch 30 ml drin. Die Fläschchen sehen übrigens alle gleich aus, also die Hautpflegegeschichten. Deswegen wundert euch nicht, ich habe nicht immer das gleiche Fläschchen. Das hier ist das Niacinamide. 10% plus Zink, 1%. Das ist gegen Hautunreinheiten. Und viele, viele, viele haben davon geschwärmt, dass die Poren davon schrumpfen, kleiner werden. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das benutze ich zurzeit eher morgens. Ich habe das am Anfang abends benutzt, jetzt benutze ich das morgens.
Kostete 5,85 Euro. Dann haben wir einmal, ich habe immer noch den Karton in der Hand, weil es da ein bisschen besser draufsteht. Hyaluronic Acid 2% plus B5. Soll die Haut einfach ein bisschen aufpolstern, ein bisschen Feuchtigkeit zurückgeben. Hat gekostet 6,90 Euro. Auch in so einer Glas, das sind übrigens immer Glasfiolen. Und einfach nur als Feuchtigkeitspflege, weil ich habe im Moment noch dieses Nivea, habt ihr in meinem Badezimmer. Ich hatte ja eine Badezimmertour gefilmt und da sieht man die Sachen auch in meinem Badezimmer stehen und da sieht man auch das von Nivea. Nivea ist aber ja jetzt nicht so populär, was die Inhaltsstoffe etc. angeht, deswegen habe ich mir das mitbestellt. Das ist ein, also hier steht drauf Natural Moisturizing Factors plus HA Hyaluron für die oberflächliche Feuchtigkeit. Hat gekostet 5,73 Euro, es sind 30 Milliliter drin, es kommt aber jetzt oder ist schon eine neue Tour rausgekommen mit 100 Millilitern, falls man davon so begeistert ist, dass man mehr davon braucht. Die kann man, soweit ich das verstanden habe, morgens und abends benutzen. Dann hatte Melanie sicher noch ein paar Sachen bestellt bei Beauty Bay und ich habe mir dann einmal dieses Buffet, da war es glaube ich allerdings am teuersten, aber ich wollte das jetzt unbedingt haben, mitbestellt und einmal diesen Make-Up Geek Blush in der Farbe Heartthrob. So schön. Und der war auch im Sale. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Es waren auch andere Farben im Sale, aber die haben mich jetzt nicht so angesprochen wie der hier. Und ich finde diese Verpackung so hübsch. Mir ist gerade eingefallen, ich habe auch noch einen Pinsel mitbestellt. Und zweimal den hier. Die Firma steht hier nicht drauf, aber das ist irgendwie Glam Her Booth, glaube ich. Und das ist die Nummer 117, Tapered Blending. Fand ich sehr, sehr ansprechend auf der Seite. Und ich wollte schon immer mal so einen kleineren Blender haben. Ich kann euch ja mal von Zu Eva den... Das ist der Zu Eva 231er. Man sieht auch, ich habe erst gedacht, die wären gleich. Aber die Härchen von dem sind viel, viel weißer. Also vermute ich mal, dass das synthetische. Und ja, es ist definitiv ein Unterschied da, dass der Griff ist viel mehr roséfarben. Habe ich das schon gesagt? Das ist der 231er von Zu Eva, nur mal im Größenvergleich. Oder der 227er von Zu Eva, der so ein bisschen ist wie der 217er, glaube ich, von MAC. Den ich nicht mehr habe, weil ich den nicht so gut fand. Nur damit immer einen kleinen Vergleich. Also der ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe gedacht, den kann ich schön benutzen am unteren Wimpernkranz. Oder wenn ich ein bisschen detaillierter hier am äußeren Augenwinkel was auftragen möchte. Der ist jetzt tatsächlich sauber, weil ich irgendwie gestern und heute einfach vergessen habe, dass er da ist. Und dann gab es noch die. Als ich diese Sonnenbrille das erste Mal gesehen habe, wusste ich schon, dass ich die haben muss. Ich habe ja schon zwei High Keys von... Key Australia aus der Desi Perkins Kollektion. Dieses Mal gab es auch die neue Brillentasche. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Das ist auf jeden Fall die Black Fade. Black Fade? Ja. Wenn euch eine Sonnenbrille davon interessiert, gebt am besten den Namen einfach bei Google ein. Dann kommen Shops, wo ihr die kaufen könnt. So mache ich das auch. Ich würde es nicht einen Shop speziell empfehlen, weil ich ja nicht weiß, ob die vielleicht nur ein paar davon haben. Und dann gibt es die nicht mehr und dann kann man die aber woanders kaufen. Whatever, ich würde einfach den Namen bei Google eingeben. Auf jeden Fall habe ich mir die bestellt. Ich finde die ziemlich geil. Ja. Ich weiß, die sind riesig, aber das sind halt Oversize Aviators und die sehen halt so aus. Und ich mag das. Die hat so, ich glaube, 54 Euro gekostet und dann hatte ich irgendwie ein durch Newsletter-Anmeldung einen 5-Euro-Gutschein und habe dann nochmal 5 Euro gespart. Es sind zwei neue Farben rausgekommen von dieser Sonnenbrille, die ich auch unbedingt haben möchte. Rosé Gold und Army Green und die sind schon ziemlich geil und ich trage die so gerne. Und wenn ich jetzt eine von meinen älteren Sonnenbrillen aufsetze, die halt kleiner sind, dann ist das super ungewohnt und irgendwie kann ich das nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ja, das waren jetzt die Dinge, die ich im August geshoppt habe. Ich finde, es ist schon echt weniger geworden. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe mein Kajal nachgekauft von Max Factor, den Kohlkajal in Natural Glaze für 3,95. Und der sieht ganz anders aus als früher. Früher war das ja dunkelblau und jetzt ist der so mattes Schwarz und sieht ziemlich cool aus. Wie gesagt, 3,95. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nochmal genaueres Video haben möchtet zu den The Ordinary Sachen, schreibt mir das in die Kommentare, damit ich das weiß. Sonst weiß ich das ja nicht, wenn ihr das da nicht reinschreibt. Und dann drehe ich euch nochmal ein Video mit genau, also gehe ein bisschen genauer ein auf die Sachen, die ich habe, warum ich gerade mich für diese Sachen entschieden habe und was die tun sollen und ob ich, ja gut, eine Review, wie gesagt, würde ich, wenn, dann erst in ein paar Monaten machen, wenn ich
sehe, dass sich an meiner Haut irgendwas verändert, ob sich überhaupt was verändert. Und dann habe ich mir noch Sachen aufgeschrieben, die ich mir noch kaufen möchte von der Serie, weil ich mich, oder von der Firma, weil ich mich natürlich jetzt so ein bisschen, ich bin dann immer so wie meine Subculture-Palette, ne? Dann gucke ich mir lauter Videos an und der beschäftigt mich mit dem Thema so. Also ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Wenn ihr dazu ein Video haben möchtet, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das weiß. Ansonsten, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ich werde dir das mal essen. Tschüss.